So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwing bestellen. Ich denke, es ist nicht falsch zu sagen, dass Gothic 1 und 2 in gewisser Weise ein Phänomen sind. Nicht nur hatten sie zum Release im Vergleich zu anderen Spielen eine enorm hohe Qualität, sie haben noch immer eine sehr starke Fanbase, sodass nach über 20 Jahren ja sogar ein Remake angesetzt worden ist. Doch da stellt sich natürlich die Frage, warum sind diese Spiele überhaupt so gut, beziehungsweise genauer, was macht die Atmosphäre dieser Spiele so besonders, dass sie auch noch über 20 Jahre später in Erinnerung bleiben? Und ich bin natürlich nicht der Erste, der diese Frage stellt, und so gab es immer wieder von kleineren Forumnutzern bis hin zu größeren Magazinen den Versuch einer Erklärung. Allerdings fand ich oftmals, dass die Ideen, die dabei besprochen wurden, in der Regel zu oberflächlich waren. Versteht mich nicht falsch. Es ist sicher immer ein Zugewinn, etwas wie Interagierbarkeit mit eigentlich irrelevanten Dingen in der Welt oder auch einfach raue Sprache im Spiel zu haben, aber das sind, wie ich finde, die Kirschen auf der Sahne auf der Torte. Wenn dir die Sahne oder schlimmer noch gar die Torte fehlt, dann hilft dir diese Kirsche auch nicht, deine Atmosphäre zu retten. Und ich denke, das wird auch dadurch ganz gut bestätigt, dass Piranha Bytes ja über die Jahre immer wieder solche Kleinigkeiten in ihre Spiele eingebaut hat und trotzdem nie wieder die Atmosphäre eines Gothic erreichen konnte. Okay, aber dann stellt sich nun natürlich die Frage, worauf will ich mich denn in diesem Video nun genau konzentrieren? Denn wenn man sich viele der einzelnen Elemente von Gothic anschaut, dann sind sie eigentlich gar nicht so überzeugend. Die Technik? Mag für damalige Verhältnisse sicher enorm stark gewesen sein mit der zusammenhängenden Welt fast ohne Ladezeiten. Ja, Piranha Bytes war mal recht fortgeschritten, wenn es um Technik ging. So ist es aus heutiger Sicht aber eigentlich nichts Besonderes mehr. Das Kampfsystem? Also bitte, ich glaube, ich habe selten Spiele mit einem schwächeren Kampfsystem gesehen. Von der generellen Steuerung will ich dabei gar nicht erst anfangen. Und Gothic 2, die Nacht des Raben, legt da ja sogar noch einen drauf, denn in dem Spiel ist auch das Balancing einfach nur schrecklich. Und wenn man sich die Struktur gerade von Gothic 2 Die Nacht des Raben anschaut, dann wird man auch recht schnell merken, dass es sich dabei im Prinzip immer wieder um das Gleiche handelt. Hey, ich will ins obere Viertel. Ja, nee, das kannst du vergessen, mein Freund. Dafür musst du erstmal Bürger der Stadt sein. Ich will zum Anführer der Paladine. Ja, nee, Freund, das kannst du vergessen. Dafür brauchst du einen ordentlichen Grund und eine ordentliche Fraktion, die dich unterstützt. Ich will ins Lager der Banditen und dafür brauche ich eine Rüstung von denen. Ja, so eine haben wir in der Hütte von Greg rumliegen. Kann ich da rein? Kannst du auch vergessen, dafür musst du erstmal ein paar Aufgaben erledigen. Ich muss Raven treffen. Ja, der ist weiter oben drin. Kann ich rein? Dafür musst du erst ein paar Aufgaben erledigen und mich verprügeln. Ich muss zu Raven. Ja, der ist weiter oben bei den Minen. Kann ich rein? Das kannst du vergessen, besorg dir erstmal einen roten Stein dafür. Ich will zu Raven. Ja, der ist gerade beim Tempel. Kann ich rein? Das kannst du aber sowas von vergessen, hier kommt keiner ohne guten Grund rein. Hey Raven, habe ich dich endlich gefunden? Na dann viel Spaß, ich mach mal die Tür zu. Wenn man sich das alles so vor Augen führt, dann kann man sich schon die Frage stellen, warum es gerade diese Spiele waren, die Leuten so in Erinnerung geblieben sind. Doch es gibt meiner Meinung nach eine Sache, die Gothic 1 und 2 auch heute noch besonders macht. Und das hat mit der folgenden Aussage zu tun. Ja, es geht nämlich um die Quests, denn ich denke, auch wenn viele mir darin zustimmen würden, dass die Quests in den Spielen enorm gut sind, so ist das Verständnis darum, wie stark diese die Atmosphäre der Spiele bestimmen, nicht so weit verbreitet, wie man das erwarten würde. Deswegen wollen wir in diesem Video mal ein wenig tiefer ins Detail gehen und schauen, was die Quests in Gothic 1 und 2 eigentlich so besonders macht. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Nun kann ich mir vorstellen, dass einige der Zuschauer hier schon denken, was ich sagen möchte. Denn natürlich unterstützen die Quests in der Gothic-Reihe die Atmosphäre dadurch, dass sie sich gut in die Welt integrieren. Aber so wichtig das allein natürlich sein mag, so muss man auch zugestehen, dass dies ein Aspekt ist, den gerade auch heutzutage viele andere Spiele schaffen, selbst neuere Piranha Bytes-Spiele. Doch die Quests in Gothic haben meiner Meinung nach zwei ganz spezielle Punkte, welche die typische Atmosphäre einer Gothic-Welt so gut unterstützen. Und der erste Punkt beschreibt dabei die besondere Art, wie Quests in die Welt eingewoben werden. Seht ihr, gerade auch in moderneren Spielen fühlt es sich gerne mal so an, dass Quests nach einem gewissen Schlüssel verteilt werden. Und das gilt selbst für bessere Spiele wie Witcher 3.
Egal in welches Dorf ihr kommt, ihr werdet eigentlich immer einen Hexerauftrag finden, den es zu erledigen gilt, einfach weil ein grundlegendes Prinzip von Open-World-Spielen ist, dass die Welt mit Aktivitäten gefüllt sein und man unnötige Orte vermeiden sollte. Und das gleiche Prinzip wird oftmals auch für unterschiedliche Lösungswege angewandt. Wenn es in einem Spiel eine alternative Lösung gibt, dann versuchen die Entwickler typischerweise, dass beide Wege grundsätzlich die gleiche Menge an Inhalt bieten, da der Spieler sonst enttäuscht vom gewählten Weg sein könnte. Und versteht mich dabei nicht falsch, diese Prinzipien sind an sich nicht verkehrt und nicht ohne Grund in fast jedem Spiel. Und wenn man es gut genug anstellt, dann gibt es da sicher auch keine bzw. nur ganz wenige Probleme. Doch es kann eben auch dazu führen, dass man merkt, dass die Welt und seine Bewohner mit der Idee geschaffen wurden, dass sie Teil eines Spiels sind. Gothic 1 und 2 dagegen fühlen sich an, als wäre die Philosophie umgekehrt gewesen, so als hätte man zuerst Welt und Charaktere entworfen und sich danach überlegt, welche Aufträge diese dem Spieler überhaupt geben können, anstatt dass man NPCs mit dem Ziel entworfen hat, dass diese als Questgeber für den Spieler fungieren. Und dieses Prinzip spürt man an enorm vielen Stellen, wie ich finde. Als erstes kommen wir dabei zu einem Punkt, den ich bereits angedeutet hatte, und das ist die Menge an Inhalt je nach gewähltem Pfad. Die Anzahl an Aufträgen, die man erledigen muss, um sich einer der Fraktionen in Gothic 1 und 2 anzuschließen, ist nämlich durchaus unterschiedlich. Um im alten Lager aufgenommen zu werden, muss man beispielsweise die Prüfung des Vertrauens erledigen und danach noch mindestens 4 weitere Aufträge, und das nur, wenn man die effektivsten verwendet. Um dagegen im neuen Lager aufgenommen zu werden, muss man ebenfalls die Prüfung erledigen, nur dass man die Liste zwischenzeitlich ins neue Lager bringt, darüber hinaus aber lediglich einen weiteren Auftrag. Und es ist aber nicht so, dass die Aufträge im neuen Lager deutlich komplexer werden, denn diese ist auch nicht höher als die der simpleren Quests im alten Lager. Und während man das von einem designtechnischen Aspekt sicher kritisieren kann, so unterstreicht diese unterschiedliche Menge an Aufträgen auch die verschiedenen Sichtweisen der beiden Lager. Im alten Lager will man für die Aufnahme zu den Schatten natürlich einerseits wissen, ob man dem Neuen vertrauen kann, aber vor allem will man auch eine Person haben, die in der Lage ist, verschiedenste Aufgaben, die im Lager anfallen, zu erledigen. Im neuen Lager ist es hauptsächlich wichtig zu beweisen, dass man nicht auf der Seite des alten Lagers steht, da die generelle Lebensweise dort deutlich freier ist und abseits der Söldner, die Aufträge für die Wassermagier erledigen, bekommen die Banditen des Lagers nur selten den Befehl, etwas zu tun. Als Bandit muss man in der Regel selbst sehen, wie man an das notwendige Erz zum Überleben kommt. Ähnliches gilt auch in Gothic 2, wo die längste Aufnahmequest tatsächlich im Kloster ist, denn nachdem man die 1000 Gold und das Schaf oder alternativ die Statue besorgt hat, hat man in diesem eine ganze Reihe Aufträge zu erledigen, um schlussendlich zum Magier aufsteigen zu können. Und auch hier ist die Logik durchaus nachvollziehbar, denn Magier ist zu diesem Zeitpunkt von den Stellungen her die höchste Klasse, die man erreichen kann. Dass diesen zu erreichen also länger dauert, ergibt im Kontext der Welt durchaus Sinn. Doch es sind nicht nur diese Verhältnisse, die der Welt mehr Glaubhaftigkeit geben, sondern auch die Quests an sich. Und da kommen wir natürlich endlich zu der guten alten Ackerbau-Quest, die ich ja schon angeteasert hatte. Aber wahrscheinlich in einer etwas anderen Form, denn natürlich ist die Quest dadurch enorm effektiv, dass man eine recht belanglose, langweilige Aufgabe erledigt, da man zu Beginn einfach nicht die Stärke hat, schwierigere, aber dafür interessantere Aufgaben zu meistern. Und wir gehen auf diese schwierigeren Aufgaben auch gleich noch genauer ein. Ein Aspekt dieser Quest ist aber, dem Spieler vor Augen zu führen, dass man nicht den Luxus hat, sich Aufgaben zu wählen und man durchaus auch mal kuschen muss, wenn man vorankommen will. Was natürlich am Ende des Spiels, sobald man sein eigenes Powerlevel so extrem erhöht hat, besonders befriedigend ist, wenn man dann zu den ganzen Leuten zurückkehrt, die sich vorher über einen lustig gemacht haben. Doch das ist gar nicht mal der Hauptpunkt hier, denn gerade die Ackerbau-Quest in Gothic 1, wobei das weniger Ackerbau ist, da man Wasser an die Bauern verteilen muss, hat noch einen weiteren Kniff. In den meisten Spielen mit einer solchen Quest wäre sie nach dem Ende dann auch erledigt, doch Gothic geht auch hier wieder einen Schritt weiter. Nachdem man sie nämlich abgeschlossen hat, bekommt man gesagt, dass man das ja jetzt jeden Tag machen könne, und wenn man dem Aufseher später wieder über den Weg läuft, spricht er einen darauf nicht nur an, sondern man wird, da man dieser Aufgabe nicht nachkommt, von diesem sogar umgehauen. Das führt dazu, dass man als Spieler, wenn man das neue Lager betritt oder verlässt, aktiv versucht, diesen Charakter zu umgehen. Das mag nicht mal eine sonderliche Schwierigkeit sein, aber dieser Zusatz führt dazu, dass man den Charakter nicht nur als reinen Questgeber betrachtet und wodurch das Verprügeln dieses später sogar noch befriedigender wird, als es ohnehin schon gewesen wäre, da man nun endlich den normalen Weg gehen kann. Aber es sind nicht nur diese Ackerbau-Quests, sondern auch die anderen Aufträge folgen dem Prinzip, dass man sich überlegt hat, welche Aufgaben einem die designten Charaktere in dieser Welt wohl geben würden. Gerade im alten Lager von Gothic 1 kann man dies sehr gut bemerken. Denn man darf nicht vergessen, dass man sich zwar Stimmen von den Schatten holen soll, um aufgenommen zu werden, diese haben ja allerdings eigentlich was Besseres zu tun und laufen nicht ständig mit einer Aufgabe in der Tasche für einen neuen rum.
Klar, hier und da gibt es größere Quests wie einen verschwundenen Schatten zu finden oder ein Rezept zu besorgen, aber dann gibt es eben auch die Beispiele, wo man das Gefühl bekommt, dass sich der Schatten einfach was aus den Fingern saugt, weil ihm gerade nichts Besseres einfällt. Wie zum Beispiel Fingers, der einem dann den Zuspruch gibt, wenn man einfach etwas aus dem Bereich Diebesfertigkeiten lernt, oder auch Whistler, dem man einfach nur sein Schwert besorgen soll. Aber ich denke, nichts beschreibt dieses Gefühl besser als Getty, dessen Aufgabe sich um Arena-Kämpfe dreht. In jedem anderen Spiel wäre das nun ein Kampftutorial mit langsam stärker werdenden Gegnern, die aber alle in der einen oder anderen Form schlagbar sind. Nicht so in Gothic, da kriegt man einfach nur volles Pfund aufs Maul und wenn man Erz dabei hatte, ist die Hälfte davon auch gleich mal weg. Es ist dabei auch nicht wie in einem Risen, wo einem das Spiel danach eine Lösung bietet, um den Kampf trotzdem gewinnen zu können. Der Kampf ist einfach unfair, selbst wenn man all seine Punkte in Stärke gesteckt hat, und genau das soll man als Spieler auch zu spüren bekommen. Es ist eine Quest, die man ohne großes Power-Leveln nicht erledigen können soll, und der Grund dafür ist der zweite besondere Aspekt der Gothic-Quests, nämlich, dass sie dem Spieler das Gefühl geben, dass dieser seinen Verstand nutzen muss, um sich der unfairen Welt entgegenzustellen. Denn das ist ein typisches Phänomen von Spielen. Wenn dieses besonders schwer oder gar unfair erscheint, dann versucht der Spieler dagegen zu drücken, um sich wieder einen Vorteil zu verschaffen. Und genau das haben die Entwickler damals bei Gothic 1 und 2 begriffen und haben deswegen Wege geschaffen, welche natürlich durchaus geplant waren, aber welche den Spieler trotzdem glauben lassen, er hätte ein wenig getrickst. Das geht bei den Aufnahmequests schon los. Wenn es eben solch schwere und gar unfaire Quests gibt, dann sucht der Spieler einfach nach den einfacheren, um trotzdem die Aufnahme schaffen zu können. Und wenn sich eine Quest als einfacher herausstellt als gedacht, wie den verschwundenen Schatten zu finden, dann erwähnt der Held das nie, dass es überraschend einfach war, so wie der Spieler das natürlich auch nie täte. Ein anderes gutes Beispiel dafür ist die bereits angesprochene Aufnahmequest ins Kloster. Um das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, die Menge an Quests zum Aufstieg als Magier ist vergleichsweise hoch, vor allem auch dadurch, dass dies Quests sind, die man nicht abschließen kann, wenn man einer anderen Fraktion beitreten möchte. Dazu kommt natürlich noch die logische Annahme, dass ein Spieler, der den Magierweg gehen möchte, möglichst viele bis alle seine Lehrpunkte in Magie stecken will. Selbst wenn man also zu Beginn einige Levelaufstiege hat, so wird man einen Großteil der Lernpunkte noch aufsparen, bis man Magier geworden ist. Aus einer designtechnischen Sicht wäre es also sinnvoll, den Spieler so schnell und einfach es geht ins Kloster zu lassen, und während das theoretisch möglich ist, wenn man das Spiel wie seine Westentasche kennt, so ist es für einen neuen Spieler doch trotz alledem eine enorme Aufgabe, die über 1000 Gold zusammenzutragen oder ohne groß gelernte Kampfskills die Goblins in der Höhle zu besiegen, um an die Statue zu kommen. Die Entwickler haben den Eintritt ins Kloster und Aufstieg zum Magier ins Verhältnis zu ihrer Welt und der Charaktere darin gesetzt. Es soll etwas Besonderes sein, denn sonst würde es ja jeder tun, und dementsprechend muss es schon eine fast unlösbare Aufgabe sein, in welcher der Spieler aber frei ist, seine Kreativität zu nutzen, um sie trotz alledem zu lösen. Und ich denke, dieses Beispiel beschreibt ganz gut, was diese und auch viele andere Quests in den beiden Spielen so erinnerungswürdig und atmosphärisch macht, denn der Spieler wird dazu ermutigt, die unfaire Welt mit kreativen Mitteln zu überwinden, anstatt dass man einfach mit einem dicken roten Pfeil auf die Lösung zeigt. Um hier wieder das bereits gezeigte Risen-Beispiel mit der Arena anzubringen, während ich diese Alternative in der Theorie zwar durchaus gut finde, so wird einem vorgekaut, was exakt man machen muss, und vor allem ohne dass es einem vorgekaut wird, kann man diese Idee auch gar nicht erst umsetzen. Dadurch habe ich immer das Gefühl, dass ich einfach nur das mache, was die Entwickler von mir wollten, und da Alkohol in dem Spiel auf den eigenen Charakter nicht mal eine negative Auswirkung hat, es gibt einfach nur Mana zurück, wirkt es hier darüber hinaus auch noch so, als würde sich die Welt um den Spieler drehen, dass plötzlich eine solch neue Interaktion möglich ist. Und besser wird das sicher auch nicht durch die Tatsache, dass sich der Dialog nach dem Kampf überhaupt nicht ändert, egal ob man am Ende durch Stärke oder durch den Trick gewonnen hat. Dagegen ist es vor allem Gothic 2, welches die Kreativität des Spielers nicht nur erwartet, sondern auch belohnt. Hier noch ein paar andere Beispiele neben dem bereits angesprochenen Klosterbeispiel. Um in Korinnes die Zustimmung von Harad zu bekommen, soll man ihm eine Orkwaffe bringen. Eine Aufgabe, von der jeder Spieler weiß, dass sie zum gegebenen Zeitpunkt eigentlich unmöglich ist, doch das Spiel gibt dem Spieler gleich mehrere Möglichkeiten, diese zu lösen. Natürlich kann man den Ork einfach mittels Spruchrollen töten, man kann aber auch einfach eine Orkwaffe finden oder einen anderen NPC dazu nutzen, damit dieser einem hilft, den Ork zu töten. Sicher, all diese Dinge sind irgendwo geplant, da es aber im Spiel keine Questmarkierung oder offensichtliche direkte Hinweise gibt, fühlt sich jede der gewählten Optionen so an, als hätte der Spieler Harad ausgetrickst, um an dessen Zustimmung zu kommen.
Und hey, lasst uns am Ende doch noch ein letztes Mal ins Kloster zurückkehren. Denn wenn man dieses betritt, lässt das Spiel es so klingen, als müsse man von Innos erwählt werden, um den Aufstieg zum Magier angehen zu können, ohne dabei aber ins Detail zu gehen, wie man das überhaupt erreichen kann. Man erledigt also Aufgaben und erhält mit der Zeit Zugang zur Bibliothek. Und erst wenn man in dieser einen bestimmten Buchständer liest, erfährt man, dass man die Prüfung des Feuers fordern kann, um so trotzdem zum Magier zu werden. Und innerhalb dieser Prüfung gibt es dann wiederum Aufgaben, deren Lösung einem in keinster Weise vorgekaut werden, wie dass man für den Golem einen ganz speziellen Hammer braucht, den man aber nur bekommen kann, wenn man den Wächter in Schlaf versetzt. Sicher, wenn man sich alle Dialoge genauestens anhört, dann sind die Hinweise da, aber zu keinem Zeitpunkt gibt es einen NPC, der einem einfach nur sagt, was der nächste Schritt ist. Und man könnte hier sicher noch weitermachen, wie die Tatsache, dass man Schlaf auch für generelle Wachen benutzen kann, um an ihnen vorbeizukommen, und das Spiel oftmals sogar darauf reagiert. Oder dass man sich ohne die Aufgaben zu machen über einen Schleichweg in die Stadt tricksen kann, worauf das Spiel ebenfalls vorbereitet ist. Der Punkt ist, dass das Spiel nicht nur eine Menge an Aufgaben bietet, sondern dass unorthodoxe Lösungen gefördert werden, was dem Spieler nach dem Abschluss eine noch größere Befriedigung gibt. Als Fazit kann man hier sicher sagen, dass es zwar durchaus noch mehr Punkte in Sachen Atmosphäre gibt, die man erwähnen könnte, dass die Quests aber der entscheidende Punkt sind, die meiner Meinung nach eben auch einfach in neueren Piranha Bytes Spielen nicht mehr vorhanden sind und wodurch diese so besondere Gothic-Atmosphäre fehlt. Klar, sie haben immer wieder versucht, einzelne Aspekte mit in das Spiel einzubauen, wie die Interaktivität oder die raue Sprache, aber gerade dieses besondere Design der Quests ist eigentlich schon seit Gothic 3, wo es gefühlt in jeder Stadt eine Arena gibt, immer mehr abhanden gekommen. Und das sieht man auch in Elix meiner Meinung nach sehr effektiv. Man bekommt eigentlich nie das Gefühl, dass erst die Welt und Charaktere und dann die Quests darum geschaffen wurden, sondern dass man sich erst Gedanken darum gemacht hat, welche Quests man einbauen möchte und man danach Charaktere entworfen hat, die nur für diese Quests existieren. So sind viele der Aufnahmequests damit verbunden, dass man einfach nur zu einer Außenstelle der jeweiligen Fraktion geht und dort das ein oder andere Monsterproblem löst. Und selbst innerhalb gleichen sich die Ansätze, gibt es für Berserker wie auch Kleriker eine Detektivquest, die sich spielerisch eigentlich in keinster Weise unterscheiden. Mit ein paar kleinen Änderungen könnte man die Quests bereits in das jeweils andere Lager packen und es würde niemandem auffallen. Aber auch im Bereich des Tricksens bleibt Alex weit hinter seinen Möglichkeiten zurück, vor allem was das Jetpack angeht. Dieses sollte eigentlich ein enorm mächtiges Tool für den Spieler sein, mit welchem dieses Gefühl des Tricksens zurückkommt, das wird aber fast nie wirklich ermöglicht. Beispielsweise gibt es im Spiel diese Alp-Konverter, die man deaktivieren soll und wofür man erstmal innerhalb dieser gegen einige Gegner kämpfen muss, damit man zur entsprechenden Ebene fahren kann. In meinem ersten Durchlauf wollte ich sehen, ob man nicht einfach mit gezieltem Nutzen des Jetpacks an die Spitze kommt, um so alle Gegner zu skippen. Und ja, man kann hochfliegen, das bringt einem nur nichts, weil oben dann eine verschlossene Tür ist, wodurch man die Deaktivierung nicht vornehmen kann. Eine Tür, die aber offen ist, wenn man von unten kommt. Kreativität wird hier also nicht so sehr belohnt wie noch in alten Spielen. Und vielleicht versteht man daher jetzt auch ein wenig, warum ich damals, als der Gothic Remake Teaser herausgekommen war, diesem deutlich positiver gegenüberstand. Denn ja, natürlich konnte man den Helden und das Kampfsystem kritisieren, aber das waren Kleinigkeiten, die das Team, ja vor allem was das Kampfsystem angeht, überhaupt erst testen wollte. Es war also abzusehen, dass diese Dinge sich im vollen Release noch ändern würden. Was aber in diesem Teaser bereits aufgefallen war, war die Tatsache, dass das Team diese Wichtigkeit von Quests für die Atmosphäre eines Gothic-Spiels verstanden hat. So gibt es zwar den Auftrag, Ori Medizin zu bringen, damit dieser das Tor öffnet, aber wenn man das macht, dann bekommt man nur ein Sorry entgegengeworfen, was diesem NPC sehr einfach so viel mehr Charakter verleiht, als wenn er tatsächlich das Tor geöffnet hätte. Gleichzeitig gibt es aber wiederum genug Möglichkeiten, Diegos Auftrag, sich eine ordentliche Waffe zuzulegen, zu erfüllen, soweit, dass man sogar die ganzen Leute, die scheinbar alle ein wenig Dreck am Stecken haben, ignorieren kann und man selbst eine bessere Waffe findet. Und dabei habe ich noch nicht mal von den anderen Möglichkeiten gesprochen, die die Quest bietet. Und wenn spätere Quests im Spiel auch nach diesen beiden Prinzipien entwickelt werden, sodass man vielleicht sogar noch mehr Optionen einbaut, wie dass man Roscoe im neuen Lager mit der Spruchrolle freundlich stimmen behandeln kann, ohne dass das einem vorgekaut wird, dann kann auch das Remake die Atmosphäre der alten Gothics wieder einfangen, welche Piranha Bytes schon lange hinterherjagt. Und was Piranha Bytes angeht, sollten sie sich noch retten können, dann wäre mein Ratschlag, wieder zu eben diesen Tugenden zurückzufinden. Und der erste Schritt dafür wäre ein Downscaling. Piranha Bytes hat nun mal nicht die Möglichkeiten, um jede Quest mit stark geschriebenen Charakteren und Geschichten zu füllen. Und das ist, wie Gothic 1 und 2 gezeigt haben, ja auch nicht zwingend notwendig. Es braucht aber eine Welt, die man wirklich aktiv im Detail ausarbeitet, sodass sich die Aufträge automatisch ergeben, anstatt dass man diese zusätzlich brainstormen muss, um dann Charaktere zu entwerfen, die eben nur für diese Quest
Quests existieren. Doch vor allem ist es eben wichtig, dass man die Kreativität des Spielers mit diesen Aufträgen fördert. Ich nehme lieber eine kleinere Menge an Quests, die ich auf vielen kreativen, teilweise auch nicht offensichtlichen Wegen lösen kann, als eine doppelt so große Menge an Aufgaben, wo ich am Ende des Tages aber nur dem Questmarker folge, ohne dass ich selbst auch nur einen Gedanken daran verschwenden muss, was ich hier eigentlich tue. Und ich denke, wenn man sich daran hält, dann kann man auch wieder eine Fanbase aufbauen, denn große zusammenhängende Welten gibt es inzwischen ja zuhauf, aber kleine kreativere mit vielen Details, die ein Wiederspielen fördern, heutzutage deutlich seltener.